Ich würde sagen, der August war wirklich ein sehr, sehr krasser Sneaker-Monat. Nike SB Dunk, Yuto Horigome, Jordan 4 Frozen Moments, Jordan 1 Union. Aber was kommt im September raus? Wird der September genauso krass? Wir schauen uns das Ganze an. Damit, yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal. Ja, immer am Anfang des Monats reden wir über die Releases schon mal so ganz grob, was denn alles rauskommen wird. Wie immer, das Ganze kann sich über den Monat noch verändern. Es können noch Sachen hinzugefügt werden, Sachen können gecancelt werden. Um da natürlich nichts zu verpassen, schaut jede Woche meine Sneaker-News. Dann seid ihr auf jeden Fall immer to date. Heute kam auch schon ein Jordan 1 heraus, den ich eigentlich ganz clean finde. Der Jordan 1 Palomino, der auch immer noch in der Sneakers-App erhältlich ist. Also war eigentlich klar, dass der nicht sold out gehen wird. Wenn ihr mich fragt, ist es aber definitiv ein guter Sneaker für den Herbst. Und auch eine gute, wenn auch nicht die beste Alternative zum Travis Jordan oder zum Jordan 1 Mokka. Ich habe den nicht eingepackt, weil es kommen auf jeden Fall noch coolere Sachen diesen Monat. Der nächste wichtige Release ist am 7.9. Nämlich der Nike Mac Tech in dem Monochrome White and Black Colorway. Den ich, glaube ich, so von allen bis jetzt am besten finde. Sehr clean aus. Kommt wahrscheinlich auch in der Nike Sneakers App bei sämtlichen Retailern. Ich bin wirklich der Meinung, dass der sehr cool aussehen kann. Am 8.9. geht es dann weiter mit der Eastside Golf Collabo. Zum einen auf dem Jordan 1 High. Und hier haben wir so einen, ja, Pine Green Colorway. Mit so ein paar Details, zum Beispiel auf dem Swoosh. Wir haben einen Golfer auf der Zunge, ein goldenes Wings Logo und natürlich eben noch die Golfsohle, weil der Schuh ist halt zum Golfen gemacht. Rein vom Colorway kann man dagegen eigentlich nichts sagen. Mir persönlich wären diese Akzente aber ein bisschen zu viel. Der zweite Schuh ist ein Jordan 6 Low, der in einem ähnlichen Colorway ist. Und bei dem haben wir eben auch eine Golfsohle, eben mit diesen abschraubbaren Spikes. Kann man halt wirklich nur zum Golfen tragen, es sei denn, man macht diese Spikes ab. Aber ich glaube, dass die Sohle auch so ein bisschen verstärkt ist und man dadurch den nicht so geil auf den Straßen tragen kann. Rein vom Colorway ist ja okay, aber auch nichts Besonderes. Was ganz cool ist, ist eben dieser Stick auf der Zunge. Noch ist der Schuh nicht in der Nike Sneakers App gelistet, wird aber wahrscheinlich noch der Fall sein. Und rauskommen wir das Ganze wahrscheinlich auch bei sämtlichen Retailern. Dann jetzt schon einer so meiner Favorite Releases aus diesem Monat, nämlich dieser Airship. In der Kollabo mit Cincinnati's Corporate, was eine Boutique in Cincinnati's ist. Was halt hier vor allem auffällt, ist dieses krasse Türkis. Also das soll übrigens auch so das Edle, das Majestätische der Stadt darstellen. Was ich auch cool finde, wir haben hier so mehrere Texturen. Vorne haben wir zum Beispiel auf der Toebox so ein, ja, sehr haariges Wildleder. Rund um die Toebox haben wir ein Suede und dann eben noch Lederanteile. Aber so an sich, sehr, sehr geiles Ding. Kann man natürlich nicht zu allem tragen. Wenn man ihn aber gut kombiniert, dann fällt er auf jeden Fall auf. Also mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut. Wie das Ganze rauskommen wird, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich über ein Online- und Insta-Release eben bei Cincinnati's Corporate. Das Ganze soll anscheinend auch sehr limitiert sein. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, wie gesagt, in den Comments Sneaker News folgen. Auch noch am 8.9. kommt dieser Air Max One raus. Finde ich jetzt persönlich weniger interessant. Ist ganz clean. Kann man machen. So ein bisschen hier auf Vintage angelehnt, aber wäre für mich definitiv nichts. Und dann am 9.9., was ja auch gleichzeitig der Sneakers Day ist. Zum Sneakers Day wird es aber noch mal ein eigenes Video geben. Kommt der Jordan 4 Red Cement raus. Ich kann mir vorstellen, dass der erstmal nur in der Sneakers App wirklich rauskommt und danach eben noch mal bei Retailern. Kann aber auch sein, dass der direkt schon bei Retailern rauskommt. Ist auf jeden Fall so einer der Best Releases aus dem September, auch wenn ich sagen muss, dass mir der persönlich nicht so gefällt. Also ich glaube, ich würde den eher nicht tragen. Ist aber definitiv ein cleaner Jordan 4. Kann man zu vielen Sachen tragen. Rot, Schwarz, Weiß geht eigentlich immer. Sind halt so diese typischen Jordan-Farben. Wird vergleichbar sein von der Qualität vom Leder wahrscheinlich mit dem Midnight Navy. Aber in meinen Augen halt jetzt nichts Atemberaubendes. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Am 13. September geht es weiter mit einem Women's Jordan 1er, der, wie ich finde, sehr coole Laces hat, also für Frauen. Das Ganze nennt sich Praline. Vom Farbton her haben wir so einen Nude-Farbton. Besonders, wie gesagt, hier halt diese, ja, großen Satin-mäßigen Laces. Ja, wäre für mich natürlich nichts, aber ich denke mal, für das ein oder andere Girl wird der sicherlich interessant sein. Auch ein Schuh, den man wahrscheinlich dann zu sehr vielen Sachen tragen kann. Und ich weiß nicht, ob dieser Schuh bei uns in Europa auch kommen wird, aber am 16. September soll auf jeden Fall der Nike Air Force One Low Terror Squad rauskommen. Eben von dieser Musikgruppe Terror Squad, kannte ich vorher jetzt auch nicht. Hab demnach auch keinen Bezug dazu, ich weiß nicht, wie krass die sind. Ja, okay, ist nicht so meins. Wie gesagt, ob der wirklich rauskommt, das kann ich jetzt euch noch nicht sagen. In Amerika wird der aber auf jeden Fall rauskommen. Ich glaube, der kam sogar schon bei irgendeinem Store. Ist halt ein schlichter schwarz-weißer Air Force eben mit diesem Terror Squad Logo da drauf. Aber in meinen Augen jetzt auch nichts krasses. Weiter geht's dann wahrscheinlich schon am 17.09. mit einem Formrunner in dem Stone Taupe Colorway. Bin mir nicht sicher, ob wir den schon mal gesehen haben. Ich weiß, es gibt so einen ähnlichen Farbton. Der sollte eigentlich schon im August rauskommen. Kam halt nicht. Also jetzt kommt er höchstwahrscheinlich dann im September. Zu anderen Yeezy Releases
habe ich jetzt noch nichts weiteres gefunden. Aber wenn er rauskommt, definitiv Dina Colorway. Kann man zu sehr vielen Sachen tragen. Und auch so eine der besseren Colorways, würde ich sagen. Am 20.09. geht es dann weiter mit der Paris Saint-Germain Collab auf dem Air Jordan 1 6 Low. Ich muss halt sagen, der 6er Low ist nicht so meins. Ich finde den 5er Low wirklich sehr cool. Und nehmt es mir nicht übel, ich würde den halt auch safe nicht tragen, weil es halt eine PSG Collab ist. Also ich bin halt absolut bei Fußball gar nicht drin. Deshalb juckt mich der Schuh halt auch wirklich gar nicht. Aber für die Fans unter euch wahrscheinlich ganz cool. Für mich aber auf jeden Fall so der beste Release, glaube ich, aus diesem Monat. Und wahrscheinlich seht ihr das genauso. Denn am 23.09. kommt der Jordan 3 in der Kollabo mit J Balvin. Und der Schuh ist wirklich ein Brett. Sogar Michael Jordan hat den jetzt irgendwo getragen, habe ich gesehen. Also das ist schon sehr, sehr krass. Der Schuh gibt mir immer noch so ein bisschen Union LA Vibes, eben durch diese, ja, vergilbten Ränder von dem Leder. Auch sehr cool ist der Smiley hinten drauf, der ja somit als Markenzeichen gilt. Und eben dieser Farbverlauf, der so ein bisschen wie so ein Sunset aussieht. Ja, finde ich sehr cool, muss ich auf jeden Fall haben. Eines so der stärksten Releases, glaube ich, aus diesem Jahr. Ich habe gehört, das Ganze soll sehr limitiert sein. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Aber der muss auf jeden Fall ran. Am gleichen Tag kommt noch der Jordan 2 Black Cement raus, den ich persönlich jetzt weniger interessant finde. Ist komplett aus Leder. Solider Herbstschuh vielleicht, aber für mich wäre er definitiv nichts. Diese Release fand ich auch noch ganz cool. Am 25.09. kommt nämlich eine Adidas-Kollabo auf dem Rivalry Low zusammen mit Extra Butter. Sind, muss ich wirklich sagen, coole Colorways. Geben mir auch so ein bisschen so ein Vintage-Vibe. Wie ihr sehen könnt, die Sohle ist auch so ein bisschen auf Used gemacht. Eigentlich ganz cool, gerade der helle Colorway, der dunkle gefällt mir nicht so gut. Also kann man wirklich machen. Nur ob man den einpackt, ich glaube eher nicht. Das wäre es auf jeden Fall so mit den Releases gewesen, zu denen wir ungefähr so ein Datum haben. Es gibt aber noch ein paar Releases, da haben wir jetzt noch kein Datum, die wahrscheinlich aber auch im September rauskommen werden. Ganz, ganz wichtig, wie zum Beispiel dieser Star Wars Crocs Classic Clock in dem Chewbacca Colorway. Der soll wahrscheinlich im September rauskommen. Also an alle Star Wars Fans, here you go. Geiles Ding. Gerüchten zufolge soll auch noch der Nike Air Force One mit zusammen mit Off-White in dem Sheet Colorway rauskommen. Das ist dieser schwarze aus Lackleder. Eigentlich hat er was, weil so ein All-Over-Lackleder-Schuh und dann halt als Sneaker ist schon sehr besonders. Und auch hier haben wir wieder andere Details drauf. In dem Fall ist hinten eingestickt. Ja, müsste ein Basketballer sein oder, ja, ist ein Basketballer. Haben wir so eine 30 noch eingestickt. Ich muss sagen, je öfter ich diesen Air Force sehe, desto besser gefällt er mir eigentlich von der Silhouette. Auch mit diesen Spikes dran. Kaufen würde ich mir den wahrscheinlich aber trotzdem nicht. Ein SB-Dunk soll diesen Monat auch noch rauskommen. Nämlich dieser hier, der Albino und Preto. Besonders bei dem Schuh, man kann das Upper entfernen und der Schuh ist eben darunter in ganz, ganz vielen Farben. Es sind auch 6 Paar Laces dabei, die sogar eine Bedeutung haben. Die Farben sollen nämlich die Jujutsu-Gürtel darstellen. Also so eine Kampfsportart, ähnlich wie Judo, bei dem man auch mehrere Gürtelfarben erreichen kann. Ist vom Konzept her auf jeden Fall sehr cool. Rein optisch, so wie der Schuh ist, finde ich ihn aber eher ein bisschen langweilig. Natürlich kann man den zu allem tragen. Kaufen würde ich mit dem wahrscheinlich aber bis dato eher nicht. Trotzdem sehr cooles Konzept. Und das wäre es auch mit den Releases für September gewesen. Wie ihr merkt, ein bisschen entspannter. 1, 2 coole Sachen sind dabei, auf die ich auch schon Auge mache. Also schreibt wie immer in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Was wollt ihr euch holen? Was war euer Favorite? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall wie immer jeden Mittwoch in den Sneaker News Folgen, falls nochmal neue Sachen dazu geaddet werden. Bis dann, Freunde. Haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.